Wie sollte es anders sein? Spackt mein Chat rum. Wow, beide meine Chats spacken rum. Los, Klein, dann werde ich jetzt mal eben das Mäkelglück anstarten. We're connecting you to the servers. Danke. Wenn ihr das in unter einer Dreiviertelstunde hinbekommen könntet, wäre ich euch fast schon verbunden damit. Also es waren heute für heute nur um 15 Uhr Wartungen auf PS4 angesetzt. Ganz ehrlich, das Game auf PS4 zu spielen, da muss man schon... Jetzt mal ernsthaft, sein. Also um das Game auf einer PS4 zu spielen, musst du schon Psychopath sein. Der einzig Korrekte war halt einfach, dass er auch Paul heißt. Sonst war er komplett schwul. Er ist doch auch bei euch irgendwie aus der Toaster-Kaff-Gegend da, ne? Ja. Ja. Weißt du, was ich auch noch nie verstanden habe? Nein. Dann sag ich's gar nicht. Nee, bei mir auf Instagram, ne? Dann geben sich Leute meine Stories. 72.000 Follower. Sind zwar englische Accounts und sowas, wo ich mir dann auch so denke, Digga, die haben doch safe irgendeinen scheiß Bot, der sich die Stories gibt. Weil die denken, wenn die sehen, dass die sich meine Stories geben, dass ich denen dann folgen würde oder sowas. Der einzige, von dem ich mal gesehen habe, dass er meine Stories schaut, mit dem ich dann ein bisschen hin und her geschrieben habe, war einmal Klaas, wo ich dir gesagt habe, dass der Typ mir jetzt auch folgt auf dieser anderen Ehrenbruderbasis. Ich bin in GTA drin und ich schneide ehrenhaft. Man ist also auch mal unter 20 Jahren in GTA. Aber da hinten ist ein Avenger. Dem werde ich jetzt erstmal zeigen, wie ein Autosniper funktioniert. And we say bye bye! Ich lehre die Funktionsweise der Autosniper. Ich habe heute auch ein bisschen mit Lumix geschrieben. Wer ist Lingus? Lumix, das ist so ein österreichischer Musikproduzent. Der Typ ist einfach geil. Wer ist jetzt Lingus? Diese Bastarde, die mich immer Digga, dieser Donation-Sound. Ich habe so lange an diesem scheiß Donation-Sound gearbeitet, dass es alles gibt. Dass es gesynkt ist. Digga, danke, Jonas. Kleine Spende dafür, dass ihr Homos meinen Abend unterhaltet. Hälfte geht an Paul. Okay, Paul bekommt 50 Cent dafür, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Wie du kann bist Jonas, deutsch und Paul ne Paul ist besser, Mann. Gemacht? Black American Express Card. Oh, für passt ehrenhaft, für einen Euro. Ja, also Digga, nochmal echt danke. Alter, ich werde jetzt sowas von in ein Flugzeug einsteigen und diesen Typen jagen bis zum geht nicht mehr. Ja, du. Oh, Gott, der Typ mehr. Für... Das letzte für Pauls Pizza, weil meine American Express Card gönnt und Paul, du ihr seid geisteskranke Ehrenmänner. Danke, Digga. Ich geb dir jetzt mal Luftunterstützung bei der Luftunterstützung. Das heißt, weil ich 3 Wochen krank bin und 3 Wochen dadurch weniger Zeit habe, die Facharbeit zu schreiben. 1,5 Wochen Verlängerung. Danke für nichts. Die Zeit bin ich halt auch noch krank. Also wenn mein Geschichtslehrer mir eine Facharbeit in der Digga, ich bin zum Mongo dann. Ich kann nicht mehr denken. Digga, wenn er mir ein Defizit in einer Facharbeit drückt, sagen wir mal so, ich habe einen Russen-Mate, der möchte eh schon die halbe Schule, also so ziemlich jeden Lehrer an der Schule umbringen, dann frage ich den einfach mal, ob er mir eine Negev mit Scope mitbringen kann. Typ hat mir gerade erstmal auf ihre Geld gemoddert, what the fuck? Ja gut, dann bleibe ich hier mal eine Runde stehen, ne? Ach, egal. Oh, ich selber bei. Warte, Paul, ich komme kurz bei dir vorbei. Ah, warte, ich lade dich sowieso ein. Ich lade dich gar nicht ein. Ich wette mit dir, egal welches Auto du hast, mein Auto ist geiler. Digga, das Auto ist das geilste Auto. Digga, sag, was du willst, aber meine Kiste ist besser. Ich würde das Ding am liebsten kaufen, es erstmal pink machen. Irgendwie gefällt mir das Ding so nicht. Warte, wir machen Special Features. Warte mal, ich habe gehört, dass es sich besser fahren lässt. Alles klar, Digga. Du wurdest erstmal komplett bis nach Mekka geschleudert. Alter Schwede, das Ding... Nicht einfach gar nichts. Aber wenigstens sind die Vorderräder noch unbeschadet. Oder hast du die auch zerschossen? Die habe ich auch zerschossen. Ja, warte, ich markiere mal was. Warte, hier ist so ein Harzer Dorf. Lass mal da hinfahren. Oh nein, das habe ich gerade in die Richtung gedreht. Komm, ich drehe mal um, wir fahren den Berg hier hoch. Mal gucken, ob das klappt. Silas, schaffst du doch im Leben nicht mit der Kiste. Ah, mal sehen. Das ist immer noch ein Familienkombi. Der soll uns ja sicher ans Ziel bringen. Ey, Digga, diese Kiste würde ich echt gar nicht... Einfach mal komplett auf die Kreuzung rutschen. Ey, wir dürfen mit dem Ding keine Bullen kriegen, ne? Wenn sich irgendeiner vor uns stellt, wir kommen einfach nicht mehr weg. Als ob der das schafft. Lol, hätte ich echt nicht erwartet. Oh, lol, Nick. Lol. Hinter uns. Als ob dieser Unehe... Das ist Tim. Tim. Was? Wie viel hält diese Scheißkarre von ihm bitte aus? Keine Ahnung, lass uns wieder in unser Familienauto gehen. Ganz ehrlich, das ist weg. Guten Tag. Ich wollte Sie daran erinnern, dass wer mir nicht auf Twitch folgt... Das passiert dann halt. Sind wir zurück das Stück gefahren? Finde ich gut. Ja. The Name of Greta. Wollte sie darauf hinweisen, dass sie besser meinem Twitch folgen, wenn ihnen was an ihrem Leben liegt. Und denkt immer dran, das passiert, wenn man mir nicht auf Twitch folgt. Ich glaube, so gehe ich auch auf die Gamescom. Da musst du aber einen Livestream machen. Nein. Ich hab grad Tränengas gegen deinen Heli gemacht. Okay, ja gut. Ja, ich hatte zuerst überlegt, eine Annäherungsmine zu nehmen, aber das hätte nicht so viel Style gehabt. Ich bin Deutschländer. Ich bin krank. Kann doch nicht angehen, oder?
Ja, klar geht das noch an, aber es qualmt schon. Es salmt schon. Aber du hast gesagt, es kann noch nicht angehen. Ich schütte mir erstmal einen ein. Ich auch. Hey, ich kann mir keinen einschütten, wenn du dir einen. Kannst mir einen mit einschütten. Kann dir 10 auch einschütten, wenn du das gerne möchtest. Nicht, Jonas, ich sehe schon, dass Jonas es von Haus rammt. Ja. Das finde ich gut. Das ist ja doch klar. Buddy was moved to your channel. Hallo! Ich werde erstmal fragen, ob das okay ist, wenn ich auf TS komme für Nick. Ja klar. Aber ich habe natürlich den Stream immer noch auf zwei Nick, Geräten. Möchtest du auch, dich? Ich hätte gerne ein Alien-Outfit. Ja, habe ich extra für dich reingemacht, du Homo. Ich wollte mit dem Benzinkanister, wollte ich uns ein bisschen einschütten. Komm mal. Boah, die Alter hat mich voll mitgenommen. Oh, hast du die Karre gesehen? Jetzt geht's los, Alter! Das war mega hässlich. Ja, ist der Hammer, oder? Ja. Die habe ich mir vorgenommen, irgendwann mal Nick im Stream zu geben. Also, ja. Danke. Nick, erschieß die doch nicht, wenn wir hier schöne Features da drin haben. Okay, die Karre ist scheiße. Die Karre ist absolut nice, wollte ich dann an der Stelle nochmal eben betonen. Nick, Kofferraum! Ich will zu dem Hund nach hinten. Fahren wir eben zum Schnellspähen-Tower. Wann hast du mich das letzte Mal in Real Life? Du hast mich, ich glaube, ein, zweimal haben wir uns mal gesehen. Einmal auf Pauls Geburtstag, wo wir Minecraft PE-Server gespielt haben. Oh Junge, das war der Feier, Junge. Das war noch anders krasse Zeiten. Guck mal, Nick, hier hin. Das so die Familienkutsche für dich immer noch. Das ist diese Homo-Van oder was? Ja, normal. So, und jetzt? Fahrzeugtüren, alle auf. Ja, Alter, da läuft die Mucke, Bro. Ich hab Musik. Oh, Nick, du Affe! Hol mal Paul jetzt ab, den kleinen Homo. Wir lassen uns dann auch einfach erschießen, Nick. Alles klar. Perfekt. Er parkt einfach mitten auf dem Highway. Lassen uns erschießen. Außer Pornhub oder XNXX, weiß ich leider nicht. Ich glaube, du weißt auch schon lange, dass es Free Prämie jetzt gibt wegen Corona. Alter. Das wusstest du nicht, Jonas? Du? Na, du hast mir das geschrieben. Warum weiß ich das? Dann. Ja, weil du so ein richtig räudiger Wichser bist. Ja, aber ein Mate von mir hat einen Premium-Account und der hat mir die Zugangsdaten auf ihre gegeben. Hast du nicht gesagt, dass er irgend so ein Typen, den du nicht kennst? Jein. Also in Real Life kenne ich ihn nicht. Ist halt so ein Stream-Zocker-Kollege, sowas, ne? Dass er irgend so ein Inder aus Bangladesch ist. Ich dachte, ich sei das von einem Jugendlichen. Ich meinst, wie ich Paul kennengelernt habe? Ich hab aus Bangladesch eingekauft. Mit einem ganz familiären. Pornhub. Familien aus. Ja, das ist fertig. Dieses gibt's Dreirad da, bitte sag ja. Soll ich das gleich mal holen? Ja, ein Real Life Dreirad. Karamellisiertes Dreirad. Ach so. Das hab ich auch. Karamellisiertes Dreirad? Was ist das? Karamellisierte Schweine. Halt die Köpfe jetzt, du Affenkind. Sag ich noch, was lang geht. Kugelsichere Reifen? Karamellisierte Schweine. Ach, ich hab vergessen, auf Twitter zu schreiben, dass ich ein Deutschländer bin und der Streamer ist und dass jeder, der mir nicht zuschaut, in der Hölle enden wird. Komm mal, Heinrich. Hey, Leute. Heinrich. Oh. Hi, Leute. Komm mit zum Familienausflug. Ey, ganz kurz, habt ihr mal auf die Felgen geachtet? Da ist ein Dollarzeichen drauf. Die sind iced out, oder was? Na klar. Jetzt haben wir wieder Bullen, weil die Affenkinder gegen uns gefahren sind. Sag mal, Justus, der soll da endlich mal aufhören mit dem Downloaden. Uploaden. Was loadet der denn ab? Das kannst du dir selbst denken. Kurze Frage, ist dein Mathelehrer so geil wie meiner? Nein, meiner ist nicht so erotisch. Mein Mathelehrer, ne? Einer errichtet eine Aufgabe durch. Ist die richtig? Mhm. Das musst du selber rausfinden. Alles klar, Digga, wofür wirst du Missgeburt bezahlt? Aber wo kann ich nochmal sehen, ob ich bei euch in der Lobby bin? Du bist bei uns drin. Warte. Ich bin ja nicht drin, da gebe ich dir recht. Ich ruf mal eben nochmal die Raumsäuberungsfachkraft hier hoch. Champagner, Sir. Ich habe zweimal beim Pferderennen auf die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, also 1 zu 30 oder so gesetzt. Zwei das ist die niedrigste Wahrscheinlichkeit. Eigentlich doch, blöder Homo. Und hab zweimal hintereinander gewonnen. Jonas, wenn du jetzt rauskommst, dann können wir kannst du mal sehen, was wir von Greta halten. Das ist nur für Greta hier gerade, Nick. Kannst du mir erzählen, was du willst? Diese ganzen Verschwörungstheorien gesehen? Nee. Sind 333 Leute schon an Corona gestorben? 333 FFF, Fridays for Future. Greta, Greta ist schuld am Coronavirus. Bruder. Ja, das hier tun wir gerade für Greta. Genauso wie, dass wir 100 Milliliter pro Minute unseres Tankinhalts einfach rausfließen lassen. Das tun wir auch für Greta. Ja, okay. Links abbiegen, du Fotze. Ja, erneut links abbiegen, du kleines Bitch. So, jetzt gleich die dritte von rechts rechts und dann wieder links. Dritte von rechts? Geradeaus. Ja, I know. Spaß, rechts. Ja. Du bist zu weit! Ich weiß du bist zu weit gefahren! Irgendwie dir entziehe ich den Führerschein. Zurück! Zurück! Heinrich! 30 Meter zurück, plus 100. Ja, ich find's echt gut. Digga, weißt du, ich würde mir echt... Wohin willst du? Ich würd mir Sack, Alter. Digga, ich würde mir wirklich Navi kaufen, wenn du die Sachen dir Ansagen machst.
Halt mal ganz kurz an, jetzt wird's nämlich spontan. Okay, ja. Rechts, links, rechts. Mal schauen, wo wir rauskommen. Ja. Und jetzt ziehen, wieder links. Okay. Davon. Nein, Bruder! Lass mal nachher Drogen nehmen zusammen. ja, du weißt ja, welche Drogen, so dass man sich in einen Hund verwandelt. Dem Straßenverlauf folgen bitte, du Fotze. Jo, wir sind da, Ron, Robert. Ich kaufe erstmal Sonnencreme, geht gar nicht. Nick, ich brauche deine Beratung. Passt das? Da, wo wir hingehen wollen, wo wollen wir denn hin? Wir fahren Tarzerflößel ganz an Ende. Ja, das passt, nice. Das passt. Sieht ganz gut Hallo. Digga, dieser Horst Kevin hier, kann er mal hin machen? Ich bin mal in der Umkleide, also wenn mir jemand folgen will. Hallo? Ja. Paul! Ja, ich hab dein Outfit gefunden! Was willst du, Paul? Ich schick dir eine Liste her. Also kann ich mir hier auch so einen Top von einer Frau anziehen? Okay, Jungs, der Scheiß hat mich gerade 500.000 oder so gekostet. Was? Guckt euch an, damit ich es direkt wieder ausziehen kann. Okay, ich bleib bei dem Outfit. Ich finde das irgendwie Porno. Ein pinker Kombi oder ein Krankenwagen? Jonas, deine Meinung? Ich kann mich direkt in einen Schlossner bringen. Dann soll es so sein. Digga, weil diese geilen Outfits. Digga, ich hab mir erstmal angezogen. Frau mit mir! Junge, wir runter! Ah, hier kommt ein Psychopath. Okay, soll ich mich jetzt auch noch hinten reinsetzen und wir lassen uns vom Bullen fahren? Das ist ein Spiel. Wenn du Eier hast, heißt das. Wer zuerst stirbt, verliert. Okay. Ich glaube, irgendwie, dass wir gleichzeitig sterben. Das ging schnell. Ich dachte, ich könnte das Fenster werfen, Bruder. Ah. Aber spring mal hier in die Brücke runter. Wie soll ich da runterspringen? Mit Leertaste. Ah, okay, das ist halt wirklich eine gute Idee. Ich glaube, er springt an der falschen Seite runter. Nein, ich glaube auch. Hey, wir wechseln das Auto für die Tarnung. Könnte unauffällig sein. Sagt schon der Alien ganz körper. Jetzt halt die Klappe. Fahr weiter, los. Um unauffällig zu sein. Ich find's geil, wie unauffällig. So, dann wir Stress haben in der Sikte. Jetzt haben wir noch einen Gegenverkehr. Ich glaube, ich schneide davon definitiv Stream-Highlights. Kann also, irgendwie von euch zu nehmen, ich mir kurz ein Auto holen will und ihr den Chat so lange moderiert? Ja, kann das kriegen wir hin. Kann ich wirklich auch machen. Okay, Chad, erzählt von einem Urlaub in Tschernobyl. Du, aber ganz nice, ne? Kindergarten nice Tschernobyl. Wir bringen ihre Kinder zum Strahlen. Ach, Nick, der war jetzt schon wieder so unterirdisch, ne? Du hast meinen auch schon angefasst. Ich hab dich auch schon angefasst. Ja, ich weiß, aber das wollen wir jetzt nicht besprechen, Bitch. Kann mir jemand einen Enterhaken runterwerfen? Ah, warte, eigentlich an meinen Lippi. Nick, du gibst Calls, wohin es geht. Papua Neuguinea, passt das? Jetzt der Urlaub war schon da. Seht ihr den? Ich fahre gerade. 4,8 Kilometer mit der Scheißmühle hier, Bruder. Könnt ihr auch noch einen zweiten Panzer bestellen? Können wir den einen Panzer auf dem anderen Panzer parken? Ich spiele schon die ganze Zeit mit dem Gedanken, diese pinke, lila, alles klar, pinke, lila, diese pinke Limousine zu holen. Weil die halt so maximal gay ist. Und das ist halt echt lustig. Willst du jetzt die ganze Zeit gegen meinen Rechner fronten oder mir von deinen letzten Sau-Stories mal dir was erzählen, du Affenkind? Ja, wir haben halt, Piccolo oder sowas hieß das Game. Ja, das kenne ich, das ist gefährlich. Drei davon haben überhaupt mitgespielt. Einer davon hat nur O-Saft pur getrunken. Was ist denn mit dem falsch, Alter? Und Mate und ich, wir beide, haben 90-10 Mischen getrunken. Ambitioniert, sagen wir mal so. Ich sauf halt A nicht so krass oft. Ja, ist schon ein Fehler. Ich glaube, würde ich bei euch auf dem Dorf leben, ich wäre, glaube ich, dauerbesoffen. Nein, das würde nie passieren. Wieso nicht? Das würde passieren, du Affenkind. Geht weiter. Mal hier Fahndungslevel, ich entferne jetzt das Fahndungslevel. Haben die jetzt wieder Stress? Ja. Weil die mir hinten drauf gefahren sind. Ach ja, blöden Arschlöcher. Arschgeigen. Oh, das Typ in BMX. Ich habe ein Fahrrad, Jungs. Nein, Jonas. Nein. Mit dem Fahrrad möchte ich jetzt fahren. Ja, okay, dann auf zum Flugplatz. Fahr, steig auf. Lol. Oh, scheiße. Ich fahre jetzt ganz schnell weg. Eine Ewigkeit später. Warte, ich muss erstmal Schwung aufnehmen, den Berg hier runter. Ja, du hast jetzt. Lol. Alles klar. So, now it's my turn. Siehst du den Psychopathen, der neben dir mit dem Fahrrad fährt in dem lilanen Aufzug? Ich will sie nicht töten, weil. Ich würde dich freuen. Ich würde dich freuen. Nick, eins ist 1 bis 5, Nick, du machst die Karre kaputt. 2, 1, 5. Ah, Nick, wir müssen gleichzeitig eine Zahl sagen, du Affenkind. Bonnie, ich bin Alien. Willst du mal eben einsteigen? Ich bin Alien. Ja. Mir, ich kann nicht runterfallen. Alles gut, ich bin angewurzelt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Er ist angewurzelt. Ich fahr vielleicht nicht den Bullen um. Warte, ich muss da erstmal wurzeln. Jonas, wir sind gleich tot, wenn du nicht ganz schnell hier wurzeln schlägst. Guck mal, ein bisschen entspannen, ein bisschen Fortnite, dies, das. Okay, dann fliegen wir mal durch diese Windrad-Parcours. Yeah. Nein, ich hab das Game geschlossen. Nein, als wir draufgegangen sind. Ja, du fliegst in zwei Windräder rein. Bist auf dem Weg zu Bein nicht bei? Der Zug des Bein. Einmal so ein Ding und ich mach dich Messer. And we say bye bye! Okay, du bist tot, Nick.
Warte, wir machen ein Wettrennen, aber wie immer mit meinen Bedingungen, Paul. Scheiße, nee, da bin ich raus. Da bin ich raus, Jungs. Wir hatten noch nicht Spaß losgesagt. Viel Spaß beim Einholen, nur so, ne? Wenn ich den Wichser an die Finger kriege. Ja, da zieh ich ja mit dem Hammer über den Latz, ey. Ey, ihr könnt mich von hinten gar nicht treffen. Habt ihr euch das Ding mal angeguckt? Alter, du glaubst gar nicht, wie ich dich von hinten treffen kann. Zünd dich an, du billige Bitch. Leute, könnt ihr mich eben mitnehmen? Ich steig vorne aufs, auf den Lenker. Oh, wieder. Koks. Lässt das Motorrad stehen, um hinterher zu kommen. Nein, nicht, ist ich runtergehauen. Warum habe ich jetzt Bull? Nur weil ich hier mit diesem Latex-Alien rumlaufe. Was bin ich? Ja, natürlich, Tronbike. Oder ich ja, ich auch. Und Nick hat's aber leider nicht. Aber Nick hat 4 Millionen. Also Nick, hol dir das Tronbike. Nö. Das ist so geil, das Tronbike. 4 Millionen. Haben. Ja, wollen wir dich einfach mal eben zu so einem Muni-Laden einmal neue Muni besorgen? Ich brauch nichts, ne? Wieso? Keiner gefragt. Ich habe mir das Motorrad bestellt. Das Shoshasho. Hallo, bleib mal kurz stehen, Paul. Ja, warte. Tschüss. Oha, ein 30er. Ich wollte nicht sterben. Ja, ich hätte dich doch nicht umgebracht. Nein. Hätte ich wirklich nicht umgebracht. Ja, der ist mich vom Motorrad runtergezogen. Hey Jonas, hast du dein Motorrad mal bestellt? Guck dir das mal an, wie es aussieht. Nein, gut, ich habe noch keine Marihuana-Plantage. Verdammt, geile Idee. Da kein. Ich wollte doch nur den Vorderreifen bearbeiten. Ja, Mann. Nice, da ist der Reifen weg. Ja, das nennt man Special Features. Ja, ich zeig dir ja mal ein Special Feature, Alter. Ich bin nicht auf meiner Marihuana-Plantage. Och Mann. Alter, jetzt ist gerade das Scheiß-Auto hier weg despawned, weil wir Bullen haben. Ey, wollt ihr mich verarschen? Egal, das ist halt die letzten Uhrensöhne. Ich bring dich auch noch beide um. Jetzt mal legit. Ja? Ich werde wahrscheinlich 100 Jahre an dem Stream-Highlight sitzen, aber das wird's wert sein. Ich zeig den Leuten jetzt den Mittelfinger. Sehe ich das da richtig, Paul? Gerade Mittelfinger, das ist der Finger, der zuletzt in deinem Arschloch war, oder nicht? Ganz genau, so sieht's, Klaus. Alter. Jetzt geht's los! Ja, Nick macht der DJ, okay, ich leg hier los mit meinen Moves, Alter. Okay, ich nehme mal das Mic, okay? Seid ihr bereit für einen richtig heftigen Track? Ja. Ja. Ich fange jetzt an zu rappen, okay? Wo kann ich denn tanzen, Mann? Alter. Ey, kann ich hier meinen Börek hier gar nicht drauf? Das Haus bebt, Nick. Das Haus bebt. Klar. Ja, Ronny, ich geh kurz pissen. Kannst du in der Zeit noch was donaten? Piss dich, du Homo. Kannst du mir deinen Sub gönnen? Erst am 11. April wieder. Unschlagbar, so wie Frauen. Das ist jetzt eine Lüge. Das ist halt echt eine Lüge. Wer fährt da gerade so scheiße? Nick, was war das? Du bist ein Alien, hast eh keine Ahnung. Das weißt du nicht. Ja, da liegen Steine. Hey, da sollte man reinspringen. Sprint, aber du bist... LOL. Ich gehen wir zu dem neuen Auto. Das ist extra für Nick. Lass euch Oberster. Hallo. War das nicht. Okay. Darf ich dich von hinten anschießen oder er schießt Nick? Nö, lass mal. Kannst dich anschießen. Klappt nicht. No. Nee, bitte entschuldigen Sie. Wir haben schon wieder eine Schlange gebraucht, um die Karre zu holen. Och, mega süß, ihr kleinen Fotzen. Ich hab noch eine offene Rechnung mit diesem Baum hier. Ja, komm mal her, Nick. Komm mal her. Ich muss dir das mal zeigen. Ja, du hast doch gesehen, wie der mich so komisch angemacht hat. Ich glaube, der Stream, der schaut auch nicht den Stream, der Baum. Aber ich kümmere mich erstmal um seine Wurzeln. Nick, hast du es drauf? Ja, hast du es drauf? Klar. Nur damit der mir nicht später sagt, ich hätte es nicht diplomatisch versucht. Ja, das ist die diplomatische Lösung mal an. Bin ich der Einzige, der keine Ahnung hat, warum ein Mechaniker bezahlt, wenn er nie ans Handy geht? Bin ich der Einzige, der sich fragt, wo soll jetzt hier von. Ey, ohne Scheiß, so ein Kipplaster kannst du doch nicht in Luft auflösen. Oh, nee, Leute, ey, wirklich. Oh, ich kacke. Paul, ist dein Autismus schon durch, oder? Der Braun, der macht mich an. Persönlich. Ich geb dem Ding gleich eine Kopfnuss. Junge, da zahle ich 8000 für einen Luftschlag und der tötet euch manchmal, Alter. So ein Scheiß. Alter, ihr macht mich gerade so einen Strohballen an. Also sexuell gesehen? Bisschen. Das kann ich. Ich bin nur ein Kleberschnüffler. Boah, wow, Paul, Alter, fährst schon wieder wie, als wärst du besoffen. Fährt Paul überhaupt? Ja. Ja, Paul fährt nicht mal. Halt die Klappe jetzt nicht. Oh, die Hauswand! Digga, so. Hey, du hast uns die Hauswand versprochen. Nee, deswegen bin ich hier mitgefahren, um gegen die Hauswand zu fahren. Ja, wir finden eine andere schöne, die ich antönt. Kann ich mir das kaufen? Ja. Kann ich mir das tun? Ich weiß nicht mal, ob du es dir kaufen kannst. Ey, Mann! Für Eimann! Nein, ich gehe da wieder so rein, als wäre ich ein Kunde. Du bist auch ein Kunde. Was ist das für ein Kunde, was? Dein Buggy in den Pole. Möchtest du mal was sehen, was ich hier zwischen den Beinen habe, Ronny? Okay, will er nicht. Nick, wir müssen gehen, dann kriege ich wieder eine Anzeige. Okay, also hier ist der Plan. Wir... Die bin ich gar nicht geil. Ich mach dir mal ein bisschen Druck. Give me the money out of the Kasse, Alter! Boom! Mann, was hast du da? Sieht aus wie so ein fucking General aus Star Wars. Obwohl kein General, aber irgendein Typ halt. Bäh. Ey, Jungs, da hinten kommen keine Gegner mehr. Ah, fuck, da ist ein Polizist, nicht, wir wieder rein. Nick? Ja. Spielen wir das Spiel, wer länger stehen bleibt? Passt. Ist es eine Annäherungsmine oder C4?
Annäherungsmine. Nein. Danke, Jonas. Ich hab gewonnen. Du hast schon vorschlagen. Bla blue. Ich halt gedrückt und wisch nur über meinen Bildschirm. La li lu. Kommst du wieder klar? Nein, dieses Kiefkühlgemüse hier nervt mich. Einfach mal. Paul, du wolltest jetzt einen neuen Haircut und Nick auch. Nick, du kriegst einen, den ich designe. Komm. Ich bin im Kloster, nicht im Kloster, doch hier im Kloster. Im Kloster. Nick, das ist einfach beautiful. Wenn du mich siehst, sag Mashallah, einfach die Hübsche. Paul, schon mal im Stream. Ich sag's dir morgen. Nick, jetzt ist aus in echt. Klar. Nö, ich finde meinen Haarschnitt gut. Kann man sich ja eine Arschbartrasur verpassen lassen? Paul, halt an. Was ist denn los? Anhalten. Ich bin Rennfahrer. Naja, den hast du nicht geblickt. Ah, doch. Ja, aus welchem Film ist er denn? Ich hab's nicht geblickt. Digga, Paul, was soll das? Du hast mich von meinem Golfkater runtergeholt. Was soll was? Das wird mein neuer Folgersound. Wie findest du's? Hört sich an, wie wenn wir bei uns zu Hause im Stamm Menschen opfern. Ich hab zwei Sterne dafür, dass ich neben euch stehe. Danke. Merkel oder Greta? Greta Thunfisch. Ganz kurz halt mal. Fahr mal in eine andere Richtung. Halt an. Fahr in die andere Richtung. Eco-Pro-Modus. Oh. Okay, scheiße. Ich hoffe, ich hole das Ding überhaupt ein mit dem Teil. Okay, komm, Eco-Pro-Modus. Das Ding kann so leicht aus der Bahn kommen. Bin ganz schnell weg vom Fenster. Sehr schön, Mann. Ich bin ausgestiegen, danke dafür. Was geht, Ronny? Nein! Ist das der Wagen? Wir haben einfach Kaktus umgerammt. Ob wir vor Jonas da vorne sind? Ja, natürlich, weil ich mich hier gerade überschlagen hab. Nick, du sorgst dafür, ne? Ja. Warte, Nick, wir machen das jetzt mal anders. Schon dafür. Ja, ich dachte. Drehe und wir fahren rückwärts. Ja! Das ist die maximale Höchstgeschwindigkeit rückwärts. Nein, das wird ein harter Aufprall. Digga, du kannst knicken. Ey, das könnte dann ein neues Format sein, frag Jonas. Klar. Okay, wir machen Okay, jetzt mal real. Bei wie vielen Likes machen wir ein Format, wo du einfach jede Nick, Woche irgendwie 10 Q&A-Fragen machst? Mach das mal mit mir. Machen. Wenn Nick 100.000 Abos auf YouTube hat, dann bringe ich einen Track raus und du machst auch mit. Und wenn er 1 Million hat, dann bringe ich ein ganzes Album raus. Komm, bring nur einfach ein Porno raus, wenn er 100.000 hat. Das mache ich so freiwillig schon so oder so. Wenn er 100.000 hat. Solange du mich als Porno-Paul ankündigst. Das bin ich schon, sorry. Bei dir hängt man dann eine 69 da hinten dran. Wenn du Content brauchst, ein Q&A mit Jonas. Ich meine, da kriegst du zwar nur Scheiße und wirst dauerhaft an Lachflash sterben, aber sonst... Ja, das ist ja der Sinn davon, dass man dann... Jetzt mal real, bei wie vielen Likes machen wir das als Format? So jede Woche, wo du dann so 10 Fragen oder sowas machst. Und ich bin der Zuhörer. Wenn das Video 10 Likes hat. Okay, also bei 10 Likes machen wir jede Woche Lachflash Q&A mit Jonas, oder wie? Bäh! Warum bist du so schnell und wir so langsam, auch wie wir hier mit unserem wunderschönen Ferrari rumfahren? Ah, hier, so schaut's aus. Eileiter? Lass es mal als Eileiter okay. machen. Hast du deine nicht durchtrennen lassen, Paul? Die waren schon von Geburt an durch. Ey, das ist ein heikles Thema, bitte. Darüber machen, keine Witze. Ey, ich bremse mal ab hier und versuch das Ding zu bremsen. Ja, oh, perfekt, nein, ich hab nur Selbstmord begangen. Jonas, die kannst du wieder aufsammeln, die Teile sind wiederverwendbar. Tränengas? Ja, das ist wiederverwendbar. Ja. 1000 kleine Kinder haben in schwerster Handarbeit jede Dose zusammen. Was ist mit 1000 Kindern? 1000 kleine Inderkinder haben in kleinster Handarbeit die Teile zusammengeschustert, damit wir damit spielen können. Warte mal, Nick, ich versuch mal was. Ich hab jetzt schon ein schlechtes Gefühl, ohne zu wissen, was es ist. Ganz ehrlich? Nein. Ich persönlich finde, ich glaube, ich mach mir das mal als Bäcker rein. Das sollte helfen. Als Bäcker rein? Digga, als Bäcker. Als Bäcker rein. Jonas, möchtest du hier auch noch mitfahren? Du kannst dich noch vor uns stellen, da sind noch 10.000 Plätze frei. Also relativ limitiert, würde ich ganz schnell zum Warschau. Wir fahren gerade nach Warschau. Ein Spaß, sind die schön nach Auschwitz. Ja, man sollte doch einmal mindestens in seinem Leben in diesem Museum gewesen sein. Nö. Wie die hier, die Berliner Mauer da drüben im Osten. Ne? Meinst Dunkeldeutschland. Dunkeldeutschland geht's gerade coronatechnisch besser als uns. Das ist auch eine Lüge, Propaganda. Martinik, wir holen jetzt beide unsere Waffen raus und halten die nebeneinander und schauen, wer die größere hat. Jetzt final.
Okay, okay, was jetzt das große Finale. Das sind dieselben Waffen, Paul. Das ich große weiß, Finale. Da kannst du nicht mehr gewinnen. Das große Obwohl, nee, das ist Finale. Nicht so, der Scheiß hat mich jetzt 750.000 gekostet, um euch zu zeigen, dass ich eine Kanone habe, die auf jeden Fall länger ist als eure beiden Revolver hier rum muss. Das läuft immer bei mir, wenn du einen Stream ausmachst, Nick. An alle, die bis jetzt noch zuschauen, schaut auf meinem YouTube, auf meinem Insta vorbei, ist unten alles irgendwo verlinkt. Ich bin Deutsch, ich kann fliegen. Deutschland. Ciao.